Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Let's Play Farmer sucht Traumfrau, heute mit der Folge 27. Wir haben Freitag 15.52 Uhr und in der letzten Folge sind wir ja da hier auf das Grundstück gegangen und dann habe ich einfach gestoppt. Unsere Kali sitzt immer noch im Whirlpool und unser Fabio kann sich nicht entscheiden. Der steht immer noch hier draußen rum und wartet. Er ist verspielt und die Kali ist kokett. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die hier die Zeit nutzen. Ich drücke mal auf Play, was sich unser Fabio so überlegt. Er rennt jetzt auch rein und möchte schwimmen gehen. Ja, er geht schwimmen, jawohl, prima. Er nutzt gleich das wunderschöne Grundstück und sie entspannt da unten. Alle drei Aktionen haben wir mit der Kali schon gemacht. Was wir noch nicht gemacht haben, sind die Interaktionen mit ihr. Das heißt also, wir werden mal gucken, was macht denn die Kali jetzt. Sie springt jetzt auch in den Pool rein. Also die Interaktionen können wir noch machen. Und, oh, tut ihr nicht weh. Das sieht, oh ja, das habe ich mir fast gedacht. Oh Gott, komm wieder raus. So, können die vielleicht hier irgendwie ein bisschen im Wasser interagieren? Geht das? Kannst sie mal spritzen? Übrigens, jetzt funktioniert das, dass man Sex haben kann, glaube ich. Ne, jetzt ist es schon wieder weg. Doch, mit Kali Sex haben. Aber die wollten eigentlich ein Techtelmechtel machen, ne? Na gut, wir können ja noch ein bisschen warten. Also, erste Aktion. Er möchte jetzt springen. Und was machst du, Kali? Du gehst wieder in den Whirlpool. Okay. Wow, der kann das aber. Wie siehst du aus? Wieso hast du jetzt deine Maske angezogen? Die hast du doch schon Ewigkeiten immer an. Sehr merkwürdig. Aber okay. Gut, dann geh nochmal zur Kali und ihr könntet ja mal in die Wolken schauen zusammen. Nee, wir hatten gesagt, was Freundliches war. Ja doch, das ist auch. Bitten in die Wolken zu schauen. Okay, dann machen sie das doch mal. Lange habt ihr nicht mehr Zeit, ihr zwei. Fabio, zieh dir was an. Jetzt geht's los. Jetzt geht er nackig damit in den Pool rein. Okay. Bist du jetzt hier inkognito? Und was machst du jetzt? Was macht ihr jetzt? Ach, die legen sich da draußen hin und gucken in die Wolken. Okay. Interessant. Und er nackig mit seiner Maske. Ich fasse es nicht. Aber ich lasse ihn mal das Outfit ändern. Der soll mal wieder seine Badehose dann anziehen, Mensch. Und sie denkt immer an ihn. Habt ihr das gesehen? Schon wieder. So, fertig mit in die Sterne schauen. Ja, so ist es schon besser, ne? Sie möchte springen und er möchte entspannen. Ja, mehr ist hier nicht passiert. Und sie denkt an Gartenarbeit. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder heim und beschließen den Abend mit einer Party. Vielleicht können wir die ja sogar auf dem Grundstück feiern. Mal gucken. Wir gehen jetzt erstmal heim. So, sie sind zu Hause angekommen. Und ich guck mal, ob wir da eine Feier planen können. So, wir könnten eine Saftparty machen. Wir machen kein Prestige-Event, auf keinen Fall. Wir machen eine einfache Hausparty. Denn das stand ja noch auf unserer Liste, was wir machen wollen. Und wir gucken mal, wo wir da hingehen. Gastgeber ist auf jeden Fall der Fabio. Nein, zurück. Gastgeber sind beide, denn die wollen herausfinden, ob die zusammen auch so ein Ereignis gut planen können. So, Gäste sind auf jeden Fall die Brigitte. Und dann können wir ja die Mädels eigentlich einladen. Da ist schon fast gar keine Leiste mehr da bei denen. Bei der Amira ist auch schon ganz schön die Liebesleiste zurückgegangen. Ja, bloß wen laden wir denn da ein? Also gut, die Jasmin. Dann holen wir alle unsere Damen nochmal dazu. Können wir die Sarah auch einladen? Die gehört ja zu unseren Nachbarn. Und diese Monika, ihn laden wir nicht ein. Und die Alina kennen wir noch. Ah, jetzt können wir keinen mehr einladen. Okay, das sollte auch reichen. Entertainer, Mixer und Caterer brauchen wir nicht. Oder brauchen wir das doch? Okay, dann tun wir jetzt noch ein Grundstück suchen. Das müssen wir praktisch bei uns machen. Es hilft alles nichts. Okay, aber wir haben ja hier einen Grill und alles Mögliche. Das heißt also, da können
die im Prinzip mehr oder weniger machen, was sie wollen, denn denen geht's ja hier eigentlich ganz gut. Unsere Hühner rennen wieder durch die Gegend wie wild. Machen müssen sie da nix, aber die kommen alle. Oh, was macht ihr da? Angeflirtet werden. Okay, er wurde von der Kali angeflirtet. Was war da jetzt für Beziehungsänderung? Okay. Die laufen jetzt durch die Hecken durch, das ist ja der Wahnsinn. So, oh, sie hat sich schick gemacht. Sehr schön. Fabio, dann tu doch mal Essen servieren. Und zwar koche mal ein Festmahl. Ja, da gibt es jetzt halt ein festliches Frühstück. Das hilft halt alles nichts. Jo, die freuen sich, dass sie sie wiedersehen. Die Anja. So, es kommen alle. Ist denn unsere Mama eigentlich auch gekommen? Nein. Komisch, Mama, jetzt haben wir dich extra eingeladen. Oder finde ich die bloß nicht? Nö, hier ist keine Mama. Ah, da kommt sie. Okay, schön. Und die plündern alle unseren Kühlschrank. Hier ist richtig was los. Die unterhalten sich schön. Ich hoffe, hier kommt es jetzt nicht zu irgendwelchem Knatsch. Aber scheinbar nicht. Die sitzen alle gemütlich zusammen. Alle haben was zu essen. Tu mal die Schüsseln hier wegschmeißen, dass es ein bisschen ordentlicher ausschaut. Anja unterhält sich mit dem Fabio. Die stehen alle rundherum und freuen sich, dass der da kocht. Die Karin Magda hat ganz schön abgenommen. So, Fabio, dann ruf doch mal zum Essen. Zum Festmahl rufen. Mal sehen, wer nichts abkriegt. Und dann kannst du dich mal mit deiner Mama unterhalten. Danke mal fürs Kommen. Und rede mal über deine Träume mit ihr. Eine Bar möchte er kaufen. Wollen wir das machen? Geld hätten wir ja eigentlich. Oh, sie sitzt da ganz alleine draußen. Ich würde sagen, wir kaufen mal noch schnell eine Bar. So, ich habe mal hier eine Bar hingestellt. Die steht jetzt hier draußen am Lagerfeuer und eine Musik platziert. Und dann könnte der Fabio eigentlich mal einen Mixer engagieren. Das können wir uns auch noch erlauben. Ne, ins Bett, Fabio, kannst du jetzt nicht gehen. Du hast noch eine Party. So, unser Barmixer kommt. Schauen wir mal, ob wir den für uns... Ne, Fabio, du musst jetzt aufstehen. Das geht doch so nicht. Mach mal hier den Lautsprecher an. Einschalten. Was machen wir? Das da. Und dann müsstest du eigentlich noch deiner Kali ein Kompliment übers Aussehen machen. Da, Kompliment übers Aussehen machen. So, ah ja, jetzt wird hier was. Da fangen die anderen an zu tanzen. Die Mama vom Fabio rockt auch hier ab. Aber unser Barkeeper ist, glaube ich, umsonst da. Da will niemand was. So, also die tauschen hier ihre Liebesbekundungen aus, aber das scheint niemand zu stören. Die finden das alle gut. Die zwei sitzen hier und, ach, ist das schön. Da draußen haben wir auch viele Leute. Nur unser Herd ist kaputt. Ja, aber gleich ist unsere Hausparty zu Ende. Am nächsten Tag müssen wir ganz schön aufräumen, glaube ich. Kali fühlt sich unwohl. Jetzt haben wir extra eine Bar engagiert und keiner geht hin. Und da gehen schon die Ersten nach Hause. Es ist auch gleich alle. Die Ersten verschwinden schon. Oh, jetzt brauchen wir doch jemanden. Nee, die unterhalten sich bloß so. Naja, zumindest war es eine Party. Als Trostpreis findest du ein kaum benutztes Buch im Haushaltsinventar. Es ging ja nur darum, dass wir eine Party machen. Fabio, noch nicht ins Bett gehen. Du musst noch den Notfallservice engagieren. Hier schaut's aus. Und dann könntest du... Also das, was noch gut ist, tue ich mal in den Kühlschrank reinräumen. Dass die sich das alle geholt haben, aber nicht gegessen haben, ist irgendwie komisch. Kali, musst du manchmal auf Toilette, dann solltest du gehen. Fabio, du gehst jetzt nicht ins Bett, wir müssen noch Dinge tun. Warte mal, bis die Kali fertig ist, denn ich bin der Meinung, Sex ist Techtelmechtel. Und wir werden jetzt denen den Wunsch erfüllen. Die haben ja beide den Wunsch, ein Techtelmechtel zu machen. Und wenn das geht... Kali, was machst denn du jetzt? Sie geht jetzt wieder ins Bett. Ach, Manu. Stopp. Fabio, du stehst auf. Und wir gucken mal, ob das jetzt geht.
mit Kali 6 haben. Ich klicke das jetzt an und wenn sie das machen, ist gut und wenn sie es nicht machen, ist auch gut. So, da sind wir mal gespannt. Sie wartet auf jeden Fall. Und die wollte ins Bett gehen und hat sich's tatsächlich anders überlegt. Und macht ihr jetzt was? Ja. Hol die Kerzen raus, sorge für Romantik. Kali und Fabio haben das erste Techtelmechtel. Und der guckt so, was machen denn die? Da unten ist unser Herd noch kaputt, Gemanundo, und belauscht die nicht. Hallo. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das zählt hier. Scheint gezählt zu haben. Und wie denkt er so? Gleiche Wellenlänge. Wenn sich Fabio jemanden nahe fühlt, hat er keine Angst, auch seine alberne Seite zu zeigen. Es wird Zeit, oh Gott, was haben sie hier? Das erste Mal unter einer Decke mit einem neuen Sim ist immer ein erinnerungswürdiges Ereignis. Okay, und wie denkt sie so? Das Flirten eingestellt, enge Bindung. Die hat eine tiefe Verbundenheit und dann auch erstes Techtelmechtel. Und sie ist müde, aber jetzt schlafen sie auch zusammen in einem Bett. Und ich hole euch zurück, wenn jemand ausgeschlafen hat. Guten Morgen, es ist 9.42 Uhr, die zwei haben jetzt lange geschlafen. Und Fabio muss ganz dringend auf Toilette gehen, der steht schon mal auf. Kali lässt er noch schlafen und dann braucht er als nächstes was zu essen. Da kann er sich mal Reste nehmen und hier schaut es überall aus. Aber das ist auch ganz gut so, dass der Fabio jetzt alleine sich an den Frühstückstisch setzt. So kann er nochmal in Ruhe darüber nachdenken, wie die letzten Tage so verlaufen sind. Und er denkt sich so, dass es eigentlich ganz schön war. Er möchte einen Tierball kaufen. Das machen wir auch. So, ich habe ihm hier so einen Miauball gekauft. Das tun wir ihm mal ins Inventar. Wieso ist der da nicht drin? Hä, wo ist der jetzt hin? Ach, da liegt er. Kann man den nicht ins Inventar ziehen? Doch, jetzt ist er im Inventar. Oh, da waren wir zu spät. So, Fabio, räum mal bitte auf. Das bitte auch. Unsere Kali schläft immer noch. Aber die wird jetzt auch gleich aufstehen. So, und da drüben hat es doch auch gestunken. Ne? Was ist denn da? Das ist wahrscheinlich der Tee, der so duftet. Keine Ahnung, was das ist. So, Kali kommt runter und nimmt sich was zu essen. Und Fabio geht mal zu seinen Hühnern und versorgt die mal schnell. Nein, das wollte ich doch nicht. Um Gottes Willen, halt alles wieder zurück. Der Fabio soll das machen. Der macht das von sich aus, okay. Sie nimmt sich jetzt noch was zu essen. Okay, das macht sie selber, das ist gut so. So, also umschalten auf Fabio. Fabio, mach mal Eier noch einsammeln. Futter in der Nähe verstreuen. Und gleich nochmal Futter in der Nähe verstreuen. Hier auch Eier einsammeln. Dasselbe Spielchen. Kali wird dann hoffentlich noch duschen gehen. Und ich muss unbedingt den Zaun noch richtig zumachen. So, und dann fehlt noch hier Eier einsammeln, Futter verstreuen und natürlich auch wieder säubern. Kali, wie wär's, wenn du mal duschen gehst? Was macht denn der da mal im Mülleimer? Okay, er leert ihn aus. Das ist ja nicht das Verkehrteste. Und er möchte mit Kali plaudern. Nadja kommt. Dann kann die Kali die Nadja mal reinlassen. Oh, sie möchte aber gerade zum Fabio gehen. Dann lassen wir sie erstmal und dann begrüßt sie die Nadja. Okay, sie hat sich's anders überlegt. Dann begrüße jetzt erstmal die Nadja. Hereinbitten. Sie ist sehr konzentriert. Und er hat Mega Vitaldünger gefunden. Dann geh mal hier hin und sprich mal blumige Worte. Gieß mal alle. Und dann können wir die nochmal düngen mit dem Mega Vitaldünger. Und die hier auch noch. Schneefest hat begonnen. Wir haben doch den Ball gekauft. Der hieß doch Ball. Miauball. Okay, vielleicht hätte man einen anderen nehmen müssen. Der hat ein Gefühl mit der Carol zusammen kochen. Ja gut, das ist nicht so schlimm. Wie sieht denn das bei Kali und ihm aus? Sie sind immer noch Seelenverwandte. Tiefe Verbundenheit. Warmherzig nach gemeinsamer Entspannung. Also ich glaube, das sind die Gefühle von Fabio gegenüber der Kali. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass er die Kali wirklich gerne bei sich behalten würde. Die Kali geht jetzt noch auf Toilette. Die werden jetzt auf jeden Fall noch ihre drei Aktionen machen. Sie geht sich wieder um die Hühner kümmern. Es ist Samstag, also der letzte Tag
den sie jetzt hinter sich bringen müssen, in Anführungsstrichen, um dann eventuell in ein gemeinsames Leben zu starten. Ich denke aber, dass das schon in diese Richtung geht. So, sie kümmert sich um den Besuch, das ist auch nicht schlecht. Fabio, wo bist du? Du duschst und er hat Hunger. Dann soll er sich nochmal Reste nehmen. Und die Kali, die kann mal ein paar Aufträge erfüllen. Und zwar kann sie nichts machen. Nein, also da im Garten kann sie nichts machen. Wir gucken mal nach der Wäsche, ob sie bei der Wäsche was machen kann. Ja, sie kann Wäsche machen. Das ist dann ihre erste Aufgabe für heute. Eigentlich die zweite, denn sie hat ja schon den Besuch reingelassen. Nee, du kannst gleich zum Fabio gehen. Aber du musst die Wäsche auch waschen lassen. Sie wollte nur plaudern, das habe ich jetzt abgebrochen, beziehungsweise da ich was anderes geklickt habe, hat sie das abgebrochen und sie wollte wieder zum Fabio gehen. Fabio, dann könntest du aber mal... Oh, sie möchte kochen und krank essen. Rührei mit Speck braten, okay. Er putzt die Badewanne. Du machst wahrscheinlich wieder nur für dich alleine, oder? Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, tschüss. Jetzt will der wieder die Pflanze beobachten, das machen wir jetzt nicht. Du tust mal verdorbenes Essen aussortieren und dann kochst du mal noch ein. Mayonnaise, dann nochmal Mayonnaise und nochmal Mayonnaise. Alle guten Dinge sind drei. Und dann holen wir mal die Eier raus. Brutei gibt's nicht mehr. Und er ist schon wieder müde. Wie spät ist denn das? Das ist schon 19.10 Uhr. Das ist der Wahnsinn. Wie schnell ist denn der Tag vergangen? Ja gut, dann wird die Kali als dritte Aufgabe dann noch aufräumen. Und was möchte er? Kali küssen. Fabio knuddeln. Das ist natürlich nichts Gemeinsames, aber sie haben zumindest das Bedürfnis, miteinander etwas zu tun. Das machen wir dann heute nicht. Selbstversorgung. Also ihr gefällt das mit diesem Selbstversorger-Dasein. Kali hat jetzt aufgegessen und ihre nächste Aufgabe ist das Aufräumen hier. Und das ist ihre letzte Aufgabe. Und wenn der Fabio jetzt noch die letzte Mayonnaise gemacht hat, wird er dann noch seine Aktionen durchführen. Oh je, dem geht's auch so schlecht, haben die sich angesteckt. Und zwar wird er freundlich mit ihr sein. Er wird sie mal bewundern, wie toll sie so diese ganze Sache gemacht hat. Hier auf dem Hof, wie toll sie sich geschlagen hat, dass er ganz begeistert ist. Und dann wird er eine tiefgründige Unterhaltung mit ihr führen. Wie sieht es aus? Kannst du dir vorstellen, bei mir zu bleiben vielleicht? Und sie haut ab. Hey Fabio, ins Bett kannst du noch nicht, du kannst gleich ins Bett. Jetzt können wir ihr, denke ich, auch eine Massage anbieten. Das machst du noch, dann haben wir das für den Samstag auch gemacht. Und gefällt dir das? Oh, das war aber kurz. Oje, die sind so krank, die Armen. Die unterhalten sich jetzt, ob sie jetzt ins Bett gehen wollen. Und Kali geht schon hoch. Nee, sie geht zum Staubsauger. Fabio geht auch hoch. Und sie räumt den Müll weg. Wahnsinn. Aber ich denke, Fabio wird jetzt ins Bett gehen. Wie das mit der Kali ist, ob die dann auch ins Bett kommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich dauert das noch ein bisschen. Fabio ist sehr müde. Auf jeden Fall werde ich aber den Part an dieser Stelle beenden. Was möchte sie noch mit der Waschmaschine machen? Sie möchte die Wäsche noch auf die Wäscheleine hängen. Das lassen wir sie noch machen. Fleißig am Abend macht sie dann noch die ganzen Sachen, die noch zu tun sind. Wahnsinn. Während Kali hier die Wäsche aufhängt, möchte ich mich von euch an dieser Stelle verabschieden und die Folge beenden. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr schaltet am nächsten Freitag wieder ein. Denn am Sonntag, also in Sims-Zeit am Sonntag, wird dann die Entscheidung fallen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid da gerne mit dabei. Ich würde mich sehr freuen und sage jetzt Tschüss und Ciao.